Abgefahren. Abgefahren. Wer eine Reise macht, hat etwas zu erzählen. Besonders wenn er wie ich mit Rollstuhl, Beatmungsgerät und persönlicher Assistenz das erste Mal nach Afrika fährt. Auf geht's nach Äthiopien. Im Rahmen einer Studienreise flog ich meine parlamentarischen Kolleginnen und Journalisten nach Äthiopien, um die Situation vor Ort kennen, zu lernen und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit anzusehen. Eine Reise macht Spaß, wenn sie barrierefrei ist und gut geplant ist, was dank Austrian Development und der Austrian der Fall war. Nur ab und zu braucht es auch innovative Lösungen, die unser Fahrer Seleschi Gott sei Dank immer parat hatte. Besonders interessiert waren die Schülerinnen der German Church School, wie ich meinen Alltag liebe und meinen Beruf ausübe. Hier bekommen behinderte Kinder aus armen, benachteiligten Verhältnissen die Chance auf Bildung und Zukunft. Die Partnerschaft zwischen Österreich und Äthiopien hat eine langjährige Tradition. Äthiopien ist ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Besonders beeindruckt hat mich ein Labor, das durch die österreichische Entwicklungsbank gefördert wird. Durch die Blutdiagnosen können gesundheitliche Präventivmaßnahmen ergriffen werden. Die Entwicklungszusammenarbeit kann wertvolle Impulse für die Wirtschaft setzen. Es braucht aber auch Rechtssicherheit für Wirtschaftspartnerschaft, was in Äthiopien noch fehlt. Und vor allem muss auch die Wertschöpfung im Land bleiben. Und hier braucht es faire Vertretung zwischen Österreich, dem europäischen Kontinent und den afrikanischen Staaten. Ein gutes Beispiel zur lokalen Wertschöpfung ist das Rehabilitationszentrum in Addis Abeba, wo von der Krücke bis zum Rollstuhl und Beinprothesen alles selbst produziert wird. Abgefahren.